Also einen schönen guten Abend, wer mich noch nicht kennt, aber die meisten, denke ich, kennen mich. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich bin ja schon, ja, gehöre ja schon fast zum Inventar in Deutschland. Und ja, wenn alles gut geht, werde ich demnächst Verstärkung bekommen. Das heißt, auch unser neuer Unterstützer, der Frank, wird auch einmal ein Webinar sprechen, aber im Moment noch nicht. So. Ja, ich darf euch wieder heute bekannt machen mit Skybe, der innovativen Transporttechnologie der Zukunft, und unserem, ja, Genie Junicki, der ja außer dem Transportsystem noch, ja, viel mehr in seinem Rucksack hat. Und da darf ich euch nochmal drüber berichten. Gut, wir haben ein paar Themen, die werde ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Aber es geht natürlich darum, was ist Skybe? Ich werde euch die Technologie rüberbringen, damit ihr auch versteht oder diejenigen alle verstehen, warum diese Transporttechnologie so wichtig ist, warum sie ja gerade für die Leute, die sie ordern oder später bauen möchten, so interessant ist. Und natürlich alles, was mit dem Ganzen bis heute geschehen ist und zu tun hat. Hier ein paar Bilder aus dem Ökopark, aber nicht die aktuellsten. So, warum Skyway? Das ist, denke ich, eine wichtige Frage. Diese Bilder hier, die ich hier euch zeige, sind ja heutzutage leider Standard. Also ich habe es jetzt wieder erlebt. Ich war in Hamburg, durfte es wieder ausprobieren. Es war nicht so schlimm mit Aussteigen. Ich habe Glück gehabt, mein Navi hat mich umgeleitet, aber ich durfte wieder eine Stunde länger auf der Straße verbringen als geplant. Obwohl es überall recht ruhig lief, aber ein Autounfall, die ganze A2 war gesperrt, raufwärts, runterwärts war wieder, die gesamte Autobahn hat mich umgeleitet und ich durfte bis Magdeburg auf der Landstraße fahren. Wunderbar, aber immerhin, das Navigationssystem hat funktioniert und hat mich gerettet vor Stau. So, also diese Bilder kennen wir ganz besonders auch in Urlaubszeiten. Jetzt sind ja auch in Bayern die Ferien vorbei, jetzt wird es wieder etwas ruhiger, aber es ist auch das Tagesgeschehen im Berufsverkehr. So. Und daraus resultieren natürlich sehr, sehr viele Verkehrsunfälle, sehr viele Verkehrstote, das ist ja dramatisch, oder viele Behinderungen. Und hier nur ein paar Zahlen, 2,6 Millionen polizeilich erfasste, nicht alle werden ja polizeilich erfasst. Nur in 2018 Verunglückte gab es fast 400.000 und über 300.000 mit Personenschaden und ja, also fast 68.000 Schwerverletzte und über 3.000 Tote. Das ist nicht mehr lustig und die Länder, Städte suchen verzweifelt Lösungen, sind auch schon auf den Dreh gekommen. Ja, man könnte ja auf die zweite Ebene ausweichen, was man bisher kannte, das waren die Seilbahnen, die kennt man auch vom Gebirge, vom Skifahren und so weiter. Man prüft das Ganze, ob das auch für Städte geeignet ist oder wie hier unten bei der Frankfurter Neuen Presse über Flüsse drüber, Stadtteile zu verbinden. Das Thema bei den Seilbahnen ist halt leider hoher Verschleiß, die Rentabilität, ja. Es ist halt nicht das Nonplusultra, zu langsam, zu wenig Effektivität. Aber man wird vielleicht die eine oder andere nutzen, aber ich glaube, Skyway hat hier die bessere Lösung. Also, warum ist Skyway meiner Meinung nach besser? Erstens, weil es ist auch ein Transportsystem auf der zweiten Ebene und zwar möglich von 2 Metern bis 100 Meter, also auch in Großstädten wunderbar nutzbar oder im Hochgebirge. Es gibt 4 verschiedene Schienenarten mittlerweile, vom Highspeed und schwere Fracht bis zur letzten Lösung, der sogenannten Endlösung, wo das kleine Dorf versorgt werden kann oder kleine Bergdorf oben und so weiter. Denn bis 30% Steigung ist auch möglich. Dann gibt es spezielle Systeme für Seehäfen mit eigenem Be- und Entladungssystem. Ich war ja, wie gesagt, in Hamburg. Ich war auch am Hafen, weil ich als Landei natürlich musste mir diesen riesigen Frachthafen anschauen und war total beeindruckt, als ich hörte, dass ein riesen Frachter
für 7 Millionen Benz, also Sprit braucht für eine Ladung. Uff, das war für mich schon hochinteressant, ja. Ja, Skyway könnte auch hier Lösung bringen, nämlich übers Wasser drüber vielleicht das eine oder andere Schiff auch ersetzen, aber zumindest die Häfen auch entlasten mit ihrem speziellen Be- und Entlandungssystem und ihren speziellen Seehäfen. Da gibt es ja auch schon einige Verhandlungen hierzu. Ich hoffe, dass Hamburg auch da mal auf Skyway zukommt oder dass wir das in irgendeiner Form dann vermitteln können, weil die haben auch ein Riesenproblem. Dann gibt es noch diese sogenannten Smart Cities Konzepte. Wir werden das alles dann noch mal ein bisschen näher sehen. Also eigentlich hat Skyway für jedes Problem die Lösung. Man muss es nur nutzen. Und zusätzlich hat es noch multiple Nutzungsmöglichkeiten. Das heißt, man kann zum Beispiel Glasfaserkabel für Telefon- Stromleitungen in manche Schienen mit integrieren, sodass auch hier nicht extra gebückelt werden muss. Und was noch interessant ist, es hat ein eigenes autonomes Energieversorgungssystem. Was heißt das? Wenn man jetzt zum Beispiel ländliche Gegend ansieht oder auch Länder wie jetzt Nigeria, Côte d'Ivoire oder Russland, die haben ja eine ganz schlechte Infrastruktur, was Stromversorgung anbelangt, teilweise total unterversorgt. Aber was zum Beispiel Nigeria hätte, die haben sehr viel Sonne. Und Skyway kann eben in ihr System mit Solarplatten Energie mit aufnehmen und diese überschüssige Energie sogar an die Dörfer mit abgeben, sodass man diese auch zum Beispiel mit Energie versorgen kann oder zusätzlich auch den Mülltransport auch mit übernehmen könnte. Also es hat viele, viele Möglichkeiten und das wesentlich kostengünstiger als alles, was bisher auf dem Markt ist. So, wo liegen die Vorteile von Skyway? Grundsätzlich mal natürlich in der Verkehrssicherheit. Wir bewegen uns auf der zweiten Ebene, also Kollisionsgefahr mit allen anderen Verkehrsteilnehmern ist ausgeschlossen. Dann haben wir hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge durch Anti-Entgleissystem und Einzelradfederung abgesichert. Dann haben wir kein Problem mit Überschwemmungen, Stürme. Da hilft auch das Anti-Entgleissystem, auch bei Erdbeben, wenn zum Beispiel hier so ein Pfeiler wegbricht. Kein Problem, denn durch diese Vorspannung, das zeige ich dann bei der Technologie noch, ist es völlig egal, wenn mal zwei oder drei solche Pfeiler wegfallen, dann kann man sich langsam immer noch auf der Schiene fortbewegen, weil einfach dieses vorgespannte Seil im Schienenkörper eben das Ganze hält. Und was gegen Terror ist es auch geschützt, weil die Schiene eben aus verschiedenen Substanzen aufgebaut ist und damit das nicht so einfach zu sprengen ist. Zusätzlich hat man jetzt auch die Blockchain-Steuerung darin, sodass auch die Internet-Geschichte nicht manipuliert werden kann. Blockchain kann man ja nicht so einfach hacken. Eigentlich gar nicht. So, das Ganze ist natürlich sehr umweltfreundlich, ein großes Thema. Wir sind ja immer im Klimaschutz. Unser Gretchen will ja hier uns alle verrückt machen. Klar ist Umweltschutz wichtig. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Den ganzen Müll auf den Wiesen und Felden und Straßen, was ich immer finde, da würde ich am liebsten immer eine Firma aufmachen, die das Ganze eben beseitigt. Und vor allen Dingen die es wegwerfen, würde ich dann mit Strafen so einsetzen, dass sie es selber wieder aufheben müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben ja zusätzlich das Problem, dass, ich weiß gar nicht, 30% weltweit sind zugepflastert durch Straßen und so weiter. Also unseres Lebensraums und das könnte man alles ändern, indem man einfach auf die zweite Ebene geht und die Straßen unten nicht mehr nutzt, sondern die wieder umstrukturiert in Wald und Wiesen und so weiter und Lebensraum für uns Menschen schafft. So. Dann gibt es keine Störungen für Tiere, die liegen hier gemütlich drunter, nicht wie bei der Magnetbahn, wo sie verstrahlt würden. Sie haben hier Platz. Dafür macht der Junitzki auch im Ökopark immer Tests, dass auch Pflanzen und Tiere nicht irgendwie verstrahlt werden. Dann keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, weil man hat hier keine großen Flächen, nur diese kleinen Pfeiler, die können umspült werden vom Wasser. Abgas, Taugsalz, Reifenabrieb und so weiter haben wir auch nicht. Was zum Beispiel das Elektroauto auch hat. Ja, Elektroauto hin oder her, so umweltfreundlich ist es ja gar nicht, meiner Meinung nach.
Aber den Reifenabrieb, der bleibt nach wie vor. Und natürlich extrem niedriger Energiebedarf, das erklären wir dann bei der Technik. Sehr komfortabel, es gibt keine Kreuzungen, somit kein Stop and Go, keine Staus. Geringe Fahrgeräusche, hat ja jetzt einer wieder in so einem Zeitungsartikel bestätigt von der Presse. Das werden wir heute noch hören. Kurze Wartezeiten, hier gibt es keine Fahrpläne, sondern wenn jemand da ist, dann kommt das Fahrzeug und ich dann kann von A nach B fahren. Oder wenn ich in den Turm aussteige, umsteigen will, dann kommt es auch immer automatisiert. Das Ganze ist automatisiert gesteuert und wie gesagt, nicht manipulierbar, da Blockchain gesichert. So, dann ist aber das Allerwichtigste, egal was ich mache, es kann noch so praktisch sein, wenn die Kosten einfach zu hoch sind, wird es niemand nutzen. Aber der Vorteil von Skyway ist ja auch noch, dass die Baukosten aufgrund des Aufbaus von Skyway, nämlich wenig Flächenbedarf, wenig Erdarbeiten, Stahl, der Aufbau der Schiene ist ja auch sehr stahlreduzierend und die Betriebskosten, wir haben wenig Stromverbrauch, man kann immer fahren, egal welches Wetter, automatische Steuerung, somit kein Personal notwendig. Und hohe Geschwindigkeiten. All diese Faktoren führen dazu, dass wir wenig Baukosten und wenig Betriebskosten haben. Wir sehen es hier, wenn wir nun Skyway bei den Baukosten mal anschauen, 100% ist grün. Skyway, die Bahn hat schon das Doppelte. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir im Milliardenmarkt sind, dann muss man einfach sagen, 1 Milliarde oder 2 Milliarden beziehungsweise 10 Milliarden oder 20 Milliarden ist schon drastisch. Aber dazu kommt ja oftmals noch, nicht nur die Errichtung dieser Schienensysteme oder Transportsysteme, egal welche Art. Oftmals, wenn man das auf der ersten Ebene, eben auf dem Boden macht, muss man oft bestehende Strukturen, zum Beispiel Häuser, Straßen, irgendwelche bestehende Strukturen, Straßenbahnen erstmal entfernen und das Ganze wieder umstrukturieren, sodass es in manchen Fällen ein extremer Multiplikator ist. Nehmen wir das Beispiel in Vietnam, wo man sagt, mit chinesischen Methoden würde man 500 Milliarden für die gleiche Strecke finanzieren müssen und damit das ganze Erdsystem umbuddeln und umstrukturieren. Und mit Skyway kann man das gleiche mit 30 Milliarden machen. Und da sieht man natürlich, dass das enorm ein Vorteil ist, weil es eben auf der zweiten Ebene ist. Hat noch jemand Probleme mit dem Video? Ist es nur beim Johannes? Also ich kann es leider nicht beeinflussen. Ich vermute, dass es an deiner eigenen Technik liegt. So, und jetzt kommen wir zum Aufbau der Technologie. Unitsky sagt ja immer, ich habe das Rad nicht neu erfunden, wie man so bei uns in Bayern sagt. Also das heißt, ich habe nichts neu erfunden, sondern ich habe nur vorhandenes Wissen miteinander optimiert verknüpft. Das heißt, das Flugzeug hat oben wenig Luftwiderstand, aber es muss nach oben. Es muss nach oben, das heißt, nach oben braucht es enorm Schub und sehr viel Energie. Das Fahrzeug unten auf der Straße, ob das das Auto ist oder der Zug, das hat unten wesentlich höheren Luftwiderstand. Zusätzlich unten noch der Zwischenraum, diese turbulenten Strömungen, die das Ganze noch ungünstig beeinflussen. So hat Junitsky gesagt, okay, ich gehe auf die zweite Ebene, dort habe ich wenig Luftwiderstand, keinen Bodeneffekt, ich habe keine Verluste durch die Gravitation, weil ich gehe auf die Schiene. Die Schiene ist ja immer da, sodass ich eben den Luftwiderstand reduziere. Ich muss nicht nach oben, also nicht die Gravitation überwinden, kein Bodeneffekt. Zusätzlich habe ich noch ein hohes Sicherheitsniveau, weil ich ja keine Kollisionsgefahr habe. Und dadurch, dass ich Elektromotoren nutze, die von der Energieeffizienz wesentlich besser sind, wie zum Beispiel ein Benzin- oder ein Dieselmotor, nämlich statt 30% 95% Effektivität, weil sie kein Getriebe haben, keine Verluste durch das Ganze, habe ich einfach hier höhere Effizienz und brauche wesentlich weniger Energie. Indem ich das Ganze eben miteinander kombiniere. So, dann, ich habe ja gesagt, es gibt mittlerweile 4 verschiedene Schienensysteme, egal für welches Bedürfnis. Hier beginne ich mal hier bei diesem, das ist für schwere Fracht
oder auch für Highspeed, da brauche ich natürlich einen anderen Sicherheitsfaktor, kann ich aber auch noch zusätzlich unten fahren. Das sieht man hier an dem kleinen Unibus, das fährt jetzt zusätzlich unten. Dann gibt es das Halbstarter-System, wo hier unser Unibike fährt im Ökopark. Hier sehen wir die Schiene. Da können wir uns die Schiene mal genauer anschauen. Also die Schiene, wir sehen es hier schon, hat hier außen einen Stahlkörper. Also nicht komplett Stahl wie bei der Eisenbahn, sondern nur einen Schienenkörper. Und in diesem Schienenkörper haben wir diese vorgespannten Seile. So wie bei der Gitarrenseite, wenn man das dünne Gitarrenseil oder wie man das jetzt so nennt, den String, wenn man den spannt, dann kann man das enorm belasten. Hier hat man natürlich wesentlich starrere Stahlseile genommen. Man kann mittlerweile für bestimmte Systeme auch andere Materialien nehmen, die nicht so schwer sind. Zum Beispiel Kevlar oder diese Kunstfasern. Da hat man dann nochmal Ersparnisse. Aber gehen wir mal vom Stahlseil aus, dass die Stahlseile dann werden dann beim Bespannen miteinander verdreht, sodass man auch keine Befestigungselemente mehr braucht, wie ursprünglich angesetzt war. Und die sind in diesem Schienenkörper an verschiedenen Stellen. Ja, das erkläre ich jetzt nicht ins Detail. Und diese Stahlseile werden hier in den Schienenkörper gebracht und der Zwischenraum wird mit Spezialbeton befüllt. Flüssig und der wird natürlich dann fest. Und der Vorteil dieser Spezialbetons ist, er enthält eine Substanz, die das Rosten verhindert und er unterdrückt die Schwingung des Stahls. Den Stahl schwingt ja sehr, das kennen wir ja von der Klangschale zum Beispiel oder vom Gong. Das ist ja weniger angenehm und der Beton schwingt eben überhaupt nicht. Und die Kombination daraus führt dazu, dass das Ganze sehr leise ist. Wir haben es ja gemerkt, wir hatten ja schon einen Unfall mit im Ökopark mit einem Lader. Das kommt daher, weil man einfach wirklich die Fahrzeuge nicht hört. Und so kann man das schon mal überhören. Deshalb in der Regel ist das ja kein Problem, weil es ja viel zu hoch oben ist. Aber im Ökopark ist eben eine Strecke sehr niedrig und da führte das im vergangenen Jahr einfach mal zu einer Kollision, was nicht so spaßig war. Ja, okay. Dann gibt es hier noch dieses Schienensystem ganz schmal hier, wo nur ganz, ganz minimal Beton drinnen ist, also eigentlich fast nur String in einem Schienenkörper. Das nutzt man zum Beispiel zwischen zwei Hochhäusern oder zwei Türmen im Gebirge oder hier auf dem Wasser. Hier kann man die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, ausnutzen, indem es automatisch nach unten geht, wenn man keine Energie braucht, kurz zum Anfahren, aber nach unten geht es von alleine, nach oben bremst von alleine, bis zu einer Distanz von 5 Kilometern. Und somit praktisch fast ohne Energie von A nach B, was für den Nutzer natürlich auch von Vorteil ist, weil auch das Ticket entsprechend günstig wird. Und dann haben wir hier die Endlösung, wie ich schon erwähnt habe. So, wir kennen das Ganze ja von der Seilbahn vom Gebirge. Der Unterschied zur Seilbahn und zu unserem String ist es, wir nutzen auch Stahlseile, aber um diese Stahlseile herum befindet sich ein Stahlrohr. Und so liegt praktisch hier diese Halterung auf der ganzen Fläche auf. Nicht wie beim Seil. Das Seil ist hier nur punktuell belastet und so, dass bei vielbefahrenen Strecken das teilweise jährlich erneuert werden muss aus Sicherheitsgründen. Das wetzt sich ja ab. Hier wetzt sich gar nichts ab, weil hier ist der String im Rohr. Und die Druckbelastung auf diesem Rohr liegt unter dem Verschleißniveau. Wir wissen das, ich werde es gleich nochmal demonstrieren an der Eisenbahn. Und diese Lösungen sind eben die Endlösungen. Hier haben wir das Uniwind, das fährt da drauf, zum Beispiel zwei Personen für ein Dorf oder eben für entlegene Gebiete. So, hier haben wir dann einen weiteren Faktor, also wir haben schon Energieersparnis wegen der Höhe, dann haben wir eben noch einen weiteren Faktor zur Energieersparnis. Das ist eben das spezielle Motorrad, das Skyway immer in eigener Regie herstellen wird, von jedem kleinsten Detail und nicht aus der Hand geben wird. Es ist eben eine ganz große Besonderheit. Wir haben hier Allradantrieb, das heißt, jedes einzelne Rad wird mit elektronisch betrieben, mit Elektroenergie. Und es hat anstelle eines Entgleissystems wie bei der Eisenbahn
Hier ist ja dieser Schnabel, der das Entgleisen verhindert, haben wir hier ein Anti-Entgleissystem in Form eines mitlaufenden Rades links bzw. rechts. Und da spannt das Ganze natürlich rein, sodass es um das Zehnfache eben erhöht ist vom Sicherheitsfaktor her. Und diese Räder liegen, wie man hier sieht, sehr flach und sehr eben auf. Die Linie selber, die Schiene ist extrem eben, muss es auch sein. Man hat ja hier auch die Highspeed-Strecke im Ökopark, komme ich noch dazu, auch wieder erneuert, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass das sehr eben ist, dass es keine Rucker gibt und so weiter und so fort. Weil das würde natürlich das ganze System stören. Es wird Laser, mit Lasern wird es eben sehr glatt gemacht, dieser Schienenkörper. Und dadurch, dass es so breitflächig aufliegt, hat es nur eine Druckbelastung von 200 Megapascal beziehungsweise an der Seite hier von 100 Megapascal. Und ab 500 Megapascal, also weit drunter liegen wir, ab 500 Megapascal beginnt bei gutem Stahl der Verschleiß durch Druck. Bei der Eisenbahn sieht das anders aus. Ja? Die Eisenbahn ist nur punktuell hier aufliegend auf der Stahlschiene. Sie ist auch ganz aus Stahl, also sehr viel Stahl wird hier benötigt, aber es bewegt sich eben immer etwas hier auf der Schiene, muss es auch. Das ist einfach von der Technik hier so nötig. Und dadurch gibt es einen ungleichmäßigen Verschleiß, weil wir hier eine Druckbelastung von 1000 Megapascal haben. Und ich habe es ja schon häufig erwähnt, dass vielbefahrene Strecken teilweise jährlich entweder erneuert oder zumindest abgeschliffen werden müssen. Was bei Skyway nicht der Fall ist. Hier geht man davon aus, dass man alle 50 bis 100 Jahre mal vielleicht die Schienen erneuern muss. Eher Richtung 100 Jahre. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Hier haben wir nochmal den Luftwiderstand erwähnt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wieder in der City unten auf dem Boden bin, habe ich den Luftwiderstand von 0,2 und auf der zweiten Ebene, eben auf der Schiene, von 0,05. Das heißt, ein Viertel Luftwiderstand bedeutet eben auch nur ein Viertel Energiebedarf, um den Luftwiderstand eben zu entgegnen. Und zusätzlich haben diese vorgespannten Schienen auch noch einen Vorteil. Sie haben einen guten Widerstand gegen die Temperaturunterschiede. Sie brauchen auch keine thermischen, wie soll ich sagen, wieder bei der Eisenbahn oder so, die müssen immer so thermische Spalten haben. Das brauchen wir hier alles nicht. Das geht alles eben auf einer Ebene. Und diese lösen eben das Problem dieser thermischen Verformung und dieser Spalten, die da bei anderen Systemen notwendig sind dafür. So. Und was natürlich bei Skyway das Geniale ist, das was andere sich als Zukunftsmusik eben für nächstes oder übernächstes Jahr geplant haben, nämlich intelligente Steuerungssysteme und so weiter, teilweise haben sie es schon, teilweise arbeiten sie dran. Skyway hat alles schon integriert und zwar sehr, sehr fortgeschritten, wie es bisher noch keiner hat. Diese intelligenten Steuerungssysteme steuern natürlich die Transportmodule zwischen den Bahnhöfen. Sie erfassen zusätzlich Service- und Wartungsdaten, zum Beispiel das Fahrzeug ist jetzt schon 1000 Kilometer gefahren, muss jetzt wieder in die Wartung. Das erfassen wir automatisch, dann wird das Fahrzeug abgezogen. Das Interagieren mit den Fahrgästen, die Fahrgäste, komme ich gleich nochmal dazu, die haben auf ihrem Mobilphone dann zum Beispiel eine App drauf und da wird das Ganze dann automatisch erfasst und führen auch noch andere Funktionen aus, die normalerweise eben der Mensch macht, die hier nicht mehr nötig sind. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die Onboard-Echtzeitsteuerung, das heißt, wir haben Onboard, also haben wir Systeme integriert, Sensoren, die eben kontinuierlich irgendwelche Datenströme erfassen und an die Leitstelle weitergeben. Die Transportmodule haben diese intelligenten Systeme, das heißt diese künstlichen Intelligenzen integriert. Wir sehen es ja hier schön, Junitsky mit seinem Hund, wie er so schön sagt. Ich komme da nochmal drauf. Treffen dann auch unabhängig Entscheidungen, indem sie einfach sehen, aha, der Abstand, ich muss diesen Abstand einhalten, also oder hier ist es kritisch, man hat sogar schon gesehen mit Waffen, die erkennen sogar, wenn einer eine Waffe hat,
Also das kann man denen alles beibringen. So, dann eben und der Punkt 3 eben die Verfolgung mit intellektuellen Umgebung. Da gibt es ja jetzt dieses tolle Vimeo oder auch, ich weiß nicht, ob es in YouTube auch ist, wo Junitzke es vorführt. Es gibt 90 verschiedene Objekttypen, die erkannt werden und er läuft hier wunderbar vor und dann stoppt er, dann läuft er zurück, dann fährt das Fahrzeug zurück. Er versteckt sich hinter den Pfeilern. Also es ist wirklich unglaublich, was diese Fahrzeuge oder wie er es so liebevoll sagt, mein Hundi, was das alles kann mit diesen intelligenten Systemen. Trassenreservierung oder Routing funktioniert auch. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das System erkennt, hier ist irgendein Hindernis, dann routet es automatisch um und reserviert eine andere Trasse, spricht sich dann auch mit anderen Systemen ab und so weiter. Es analysiert Fehler und. Und dann haben wir hier nochmal, was auch noch ganz faszinierend ist, vielleicht dem einen oder anderen, der mit dem Thema noch nicht vertraut ist, auch etwas Angst macht. Es braucht keine Angst zu machen. Ich sage nur, befasst euch mit diesem Thema, denn es ist die Zukunft in allen Systemen. Skyway ist hier natürlich sehr fortschrittlich und integriert das in sein neues Transportsystem. Und dieser SWG, ja, Skyway Global Token, das ist echt was Faszinierendes. Dieser Global Token, der wird das elektronische Zahlungssystem sein in Zukunft im Skyway Transnet. Ja, das heißt, ich werde mit diesem mein Ticket bezahlen können. Die Bauherren, die damit bauen, werden mit SWG-Token bezahlt werden. Es läuft alles nur noch kryptisch ab. Ja, wie funktioniert das? Ich habe auf dem Handy zum Beispiel eine App. In den Schienen, Drehkreuzen, überall sind Sensoren. Ich gehe durch, die App erkennt das. Aha, die Rosemarie ist durch, die ist ausgestiegen. Und das zieht mir dann über Skyways Token vielleicht, egal, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten am Anfang, das werden wir sehen. Zieht es mir einfach den Betrag ab, den ich zahlen muss und zahlt automatisch gesteuert, ja, die damit verbundenen Blockchain-basierenden Systeme, zum Beispiel die Bauherren, zum Beispiel die Finanzstrukturen, zum Beispiel später bekommen wir darüber unsere Dividenden. Es läuft, es ist da ein automatisches Abrechnungssystem integriert, das eben nicht nur den Transport steuert, sondern das ganze Zahlungssystem leitet das weiter. Und es wird in Zukunft eben eine Werteinheit sein. Ja? Dieses Skyway Token wird eine Werteinheit sein für das gesamte Transnet. Und meiner Meinung nach wird es solche Wertsysteme auch mal für andere Firmen geben. Zum Beispiel BMW wird seinen eigenen Token haben. Dann gibt es vielleicht mal eine Exchange. Dann tausche ich meinen SWG-Token zum BMW-Token und zahle damit, keine Ahnung, was mir BMW dann noch anbieten kann, ja, mein Fahrzeug oder egal welche. Also ich denke, dass hier einfach das ein wichtiger Weg ist in die richtige Richtung. Und wir sparen hier natürlich extrem viel an Menschen. Und auch an Manipulationsmöglichkeiten, weil das Ganze einfach eingearbeitet ist in die Blockchain und da kann nichts mehr manipuliert werden. Jeder bekommt je nach Einsatz eben seinen Lohn. Ja, ob das jetzt ein Kiosk ist, der integriert ist ins Transportsystem oder ob es Fahrzeuge sind, ob es wir sind als Unterstützer, die dann unsere Dividenden später drüber kriegen. Egal wie. Und das ist faszinierend, was hier Skyway eben geschaffen hat. Das Ganze war ja ursprünglich nicht geplant. 2017 im Frühjahr hat dann Junitzki die Entscheidung getroffen, eben das Ganze über Blockchain zu machen. Vor allen Dingen, man muss auch eins sagen, es erleichtert vieles. Dauert natürlich, bis es programmiert wird. Es erleichtert vieles, aber es ist nun mal die Zukunft. Und vor allen Dingen, es gibt hier keine Manipulation. Es kann hier kein Hacker sich einhacken und eine Kollision zwischen Fahrzeugen eben provozieren. So, hier haben wir ein paar Fahrzeuge, die schon vorhanden sind. Hier auch das Dubai-Fahrzeug. Unibike ist ja auch schon in Dubai als RTA-Fahrzeug. Und jetzt kommt ja das Special-Fahrzeug, das habt ihr ja sicher mitbekommen. Reist ja jetzt per Flugzeug schon nach Sharjah, um dort eben
die nächsten Tests zu machen. Es wird ja jetzt bald so sein, dass Junitzki dort die Strecke an den Scheich von Schardscha übergibt. Und die Strecke hier für dieses Highspeed-Fahrzeug wird ja dann in Abu Dhabi gebaut. Da komme ich dann noch dazu. So, jetzt haben wir hier Junitzki, Anatoly Junitzki. Er ist Autor von zahlreichen Erfindungen und wissenschaftlichen Arbeiten, das ist klar. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Aus diesen resultiert ja auch Spaceway. Viele wissen ja noch nicht, was das heißt. Spaceway ist ja, dass er eben ins Weltall geht und dort Fabriken errichten möchte auf einem speziellen Gürtel. Aber da kommen wir noch dazu. Unter den News, glaube ich, habe ich ein paar Sachen drin. So, dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Das spiegelt sich wieder zum Beispiel in seiner Humusproduktion, in seinen Ökohäusern, die ja auch bepflanzt werden, in seinen Türmen und so weiter. Also Skyway ist ja nicht nur ein Transport, Skyway ist ja schon Sky World. So, und dann ist er natürlich Erfinder und Chefingenieur der Skyway Transporttechnologie. Letztes Jahr im Dezember wurde dann ausgezeichnet mit dem Internationalen Friedenspreis in Bratislava in der Slowakei. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat ja scharfe Konkurrenz. Aber ich gebe den Leuten recht, er ist der Einzige, der es meiner Meinung nach verdient hat. So, es gibt natürlich schon zahlreiche Patente, Zertifikate, Auszeichnungen für die Fahrzeuge, für die Technologie, Aufnahme in den Internationalen Verband für öffentlichen Personennahverkehr, ganz wichtig, um einfach auch Unterstützung zu bekommen. In Europa, das ist übrigens in Brüssel. Dann hat er ISO-Zertifizierung für die Ökologie aus Australien und auch aus Deutschland hat er die ISO-Zertifizierung nämlich aus Thüringen. Und natürlich hat er schon den dritten Golden Chariot bekommen, das ist der Oscar im Verkehrswesen. Also ja. Auszeichnung als Technologie des Jahres und. Die Architektur ist schon verifiziert. Finanzprüfung findet jedes Jahr statt von immer von einem von den der Big Four, entweder Pricewaterhouse, Deloitte oder KPMG. Eine von den dreien, das sind die vier größten, die solche Finanzprüfungen durchführen. Das ist wichtig, eben für den Börsengang. Und das haben sie jedes Jahr seit 2015 mit Bravour bestanden. Hier Ergebnis dieses Jahr Verdopplung der Erlöse und Grundmittel, dann das Vermögen besteht zu 90% ist es aus Eigenmitteln finanziert werden und nur 10% eben aus Krediten. Also es gibt auch ein paar Kredite, um einfach das Ganze zu finanzieren, aber das meiste ist eben aus unseren Unterstützergeldern und natürlich auch Junitzki und seine Frau haben ja auch maßgeblich Millionen mit investiert. Ja, das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu erwähnen. Seine Frau hat ja sogar Hotels, glaube ich, verkauft, um den Start zu gewährleisten. So, wichtig ist ja, wenn man Unterstützer wird für solche Technologien, man muss sich einmal genau überlegen, da gibt es verschiedene Faktoren. Ist denn die Technologie interessant? Ist sie denn ausgereift? Also ich denke, wir haben hier jetzt schon sehr viel gesehen, Patente, bla 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 und was wir sonst noch alles haben. Dazu arbeitet er seit 41 Jahren daran. So, und was auch wichtig ist für die Technologie zum Testen, das ist ein sogenannter Öko-Technopark, den haben wir jetzt hier, den ersten in Minsk. Hier wird eben getestet. Hier werden alle Kinderkrankheiten ausgearbeitet. Das rechte Bild hier ist ganz neu jetzt vom Ökofest. Man sieht schon, hier sind Menschen. Warum habe ich das hier eingebaut? Wir haben hier die Frachttrasse, wir haben hier diese Durchhangstrecke und die normale Leichtstrecke, wo das Unibike eben zu sehen war. Und hier haben wir 950 Meter für Highspeed und schwere Fracht. Das war der Ursprungsplan. Mittlerweile baut man die sechste, das ist diese hier. Die ist wichtig für schwere Fracht, für schwere Seekontainer, die in den Emirates auch benötigt werden. Warum baut man das auch in Minsk? Weil man hier einfach die Kinderkrankheiten ausarbeitet und dann wird das Ganze erst nach Sharjah gebracht. Ja? Dann haben wir hier die Strecke für das Uniwind, für das Leichte und das Highspeed. Und jetzt kommt neben dem
Ganzen kommt ja jetzt auch schon eine erste reale Strecke, die Unitski selbst errichtet. Eben das habe ich im letzten Webinar erwähnt. Auf eigene Kosten macht er das, eben weil nebenan ist ein Gelände, ein Freizeitgelände, wo man fischen kann und eben auch Urlaub machen kann. Und dort baut er eine erste kleine Strecke hin mit zwei speziellen Fahrzeugen. Und die ist auch nebenan. Aber hier sind insgesamt, das hier ist die sechste. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja, die Frachttrasse. Die sieht man hier hinten. Die Frachttrasse fehlt noch. Also statt 3 haben wir hier schon 6 Trassen. Warum braucht man so viel? Ganz einfach, weil einfach die Aufträge da sind. Weil es nötig ist. Ja? Und dieser Businessplan, wie gesagt, musste jetzt natürlich schon erweitert werden und dadurch braucht man natürlich etwas mehr Geld. Aber Fakt ist, es schafft auch viel mehr Möglichkeiten und das Unternehmen wird viel größer, als es ursprünglich angesetzt war. So, dann haben wir das zweite Innovationscenter oder Testcenter, das ist in Sharjah. Ich durfte es ja schon besuchen, damals im Mai. Da sieht man jetzt hier die zwei Bahnhöfe, hier werden die Bahnhöfe sein. Hier hinten ist das Ökohaus. Und hier kommen eben insgesamt 4 Strecken für den öffentlichen Personennahverkehr, Güterverkehr, superleichte Trasse und spezielle FIP-Fahrzeuge. Und dieses eine FIP-Fahrzeug, wie gesagt, ist jetzt unterwegs mit dem Flugzeug nach Sharjah. Und wenn diese erste Strecke fertig ist, wird sie eben wahrscheinlich jetzt im Oktober, Mitte, Ende Oktober, gehen wir davon aus, dass sie dem Scheich übergeben wird. Und das werden wir sicher dann von Junitski wieder erfahren. Er hat dort von den Scheichs, man muss wissen, diese Trasse, dieses Innovationscenter war ursprünglich nicht geplant mit Skyway. Da hat man eben auf der Future City letztes Jahr die Entscheidung getroffen, dieses ganze Silicon Valley, wie man es bezeichnet, von Dubai oder von Sharjah umzustrukturieren und hat hier drin in dem Gelände direkt gegliedert an die Hochschule 28 Hektar Skyway zur Verfügung gestellt und ihn gebeten, dass er eben dort seine Teststrecken baut. Also auch die schweren Seekontainer und so weiter dort für Baumaterialien wie Kies und so weiter dort testen kann. Es werden dort grüne Technologien sein und die Hochgeschwindigkeitsstrecken, nämlich bis 500 Stundenkilometer oder sogar später 600 und später sogar Hyperloop, da wird ein drittes Testgelände entstehen bei Abu Dhabi. Und das wird, die Hochgeschwindigkeitsstrecke wird dieses Jahr im Herbst der Bau noch starten. Wird noch ein bisschen Geld kosten, weil natürlich die Bedingungen dort schwieriger sind, als es ursprünglich angesetzt war. Aber leider hat man ihm ja in Belarus die Möglichkeit nicht gegeben. Ja, wie heißt es so schön, der Schuster im eigenen Land zählt halt nicht. Gut. Sie werden es sicher noch bereuen. So, aber Junitski, wie gesagt, hat ja nicht nur die Transporttechnologie. Er hat innovative Möglichkeiten, zum Beispiel für eine Fluglandebahn, auch auf seiner String-Technologie, wird wahrscheinlich eine der folgenden Finanzmöglichkeiten sein. Es gibt Brücken für Fußgänger, es wird Brückenmöglichkeiten auf dieser Technologie basierend geben für Autos und so weiter. Das Ganze wird alles viel kostengünstiger sein als alles, was bisher eben nötig war, weil das alles auf dieser Seiltechnologie eben aufgebaut ist. Und vor allen Dingen, es kann viel, viel schneller errichtet werden. Ja, vielleicht haben sie in Italien extra die Brücken gesprengt, damit sie jetzt Skyway bauen können. So, dann hat er natürlich die sogenannte Linear City Konzept. Auch da gibt es ja schon mittlerweile sehr viele interessante, schöne Videos. Ich habe erst heute eins wieder angeschaut. Ich kann es nur empfehlen. Vimeo ist sehr viel drin, auch in unseren diejenigen, die dabei sind, in den Backoffices, also Vimeo hat mittlerweile fast mehr, zumindest in Deutsch übersetzt, als eben YouTube, aber da gibt es viele, viele interessante Videos eben zu diesem Konzept der linearen Cities, wie die aufgebaut sind. Ganz aktuell eben wieder ein neues. Hierzu braucht man natürlich auch Häuser. Diese Ökohäuser sind sehr groß gefragt, so viel kann ich euch verraten. Also die Anfrage ist schon riesig, obwohl er sie noch nicht mal angeboten hat. Aber alle warten eigentlich auf den Startschuss. Und ich verrate euch hier was. Also man möchte hierzu Informationen geben. Es wird wahrscheinlich demnächst eine Telebrücke kommen,
Ich weiß jetzt nicht, ist es nur für Führende, die eben, oder ist es für alle? Es gibt noch keine genauen Infos. Aber Thema dieser Telebrücke wird unter anderem aus Minsk eben sein, die Ökohäuser. Anfang Oktober geplant. Wenn es nur für Lieder ist, dann werde ich euch natürlich in den Webinaren wieder darüber berichten. Und viele haben ja jetzt auch Humus mit zum Ökofest gebracht, weil er will ja aus diesem Humus, er will Humus herstellen für weltweit und, und hier eben Tests machen und das Ganze untersuchen und zu verbessern, sodass es eben auch diesen Ökohäusern zum Beispiel angebracht werden kann oder auch in Gebieten, wo man einfach Lebensraum braucht, wo man, dass man einfach sagt, man bietet diesen den Humus an. Ja, nichtsdestotrotz, wir kommen wieder zu den Fahrzeugen. Es wird immer spannender. Fangen wir rechts an mit diesem Unimobil. Dieses Behindertenfahrzeug ist hochinteressant. Hat er so mal ganz nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt mitgebracht, weil er ist ja sehr menschenliebend und diese vielen Behinderten, sagt er, die gerade im Straßenverkehr eben entstehen. Da möchte er eben dagegen steuern und hat dieses Behindertenfahrzeug, wo man nicht aussteigen muss, wo man wirklich als Rollstuhlfahrer reinfahren kann und sofort mit den Händen fahren kann und nicht extra eben ein Sonderfahrzeug braucht. Dieses Mobil wird er aber nicht selbst herstellen, das hat er vor zu verkaufen und eben nur prozentuale Beteiligung dann zu bekommen. Und das, wenn er dann verkauft, dieses Geld will er dann wieder mehr nutzen für seine Skyway. So, aber man braucht ja auch zum Bauen etwas, was andere in 10 Jahren versuchen nicht geschafft hat, hat Junitzke geschafft. Nämlich aus einem bestehenden Hubschrauber hat er eine Drohne gebaut, die eben, ich glaube, 12 Sensoren oder 12 Möglichkeiten hat, die man steuern kann. Also die fährt praktisch ohne Menschen. Und die braucht man zum Beispiel, um auf dem Wasser Pfeiler aufzustellen oder die Leitungen zu, also die Stahl vielleicht zu verlegen und so weiter. Sie kann belastet werden bis zu 1,5 Tonnen. Die größte Leistung, die bisher möglich war, war 250 Tonnen. Also wie gesagt, viele waren sprachlos, was er hier geschafft hat. Andere haben 10 Jahre daran gearbeitet. Er hat die Entscheidung getroffen. Und nicht mal ein Jahr gebraucht und schon ist sie da, die Drohne. Es gibt auch noch kleinere Drohnen, oben sieht man eben ein Bild, aber die wird er auch dann später mal auftragsmäßig sogar verkaufen, denn die Nachfrage hiernach ist schon recht groß. So, hier haben wir noch die Fertigungshallen. Hier haben wir die Fertigungshalle, die ursprünglich da war, die ich auch 2017 schon besuchen durfte. Dort werden die Miniaturen hergestellt und die Prototypen. Hier, das sind gemietete Fertigungshallen und diese Halle ist jetzt neu errichtet worden und die sollte jetzt eben eingeweiht werden. Also wir haben jetzt noch keine Information dazu. Fertig ist sie schon, aber ich denke, wir werden jetzt bald Informationen bekommen, dass die schon genutzt wird. Die braucht man eben, diese Hallen braucht man jetzt alle für die Aufträge in Dubai oder was sonst noch alles so auf uns zukommt. So. Ja, die Vermarktung begann natürlich 2016 mit der InnoTrans und viele weitere Messen in Australien, in Indien, Indonesien und so weiter. 2018 war dann wieder die InnoTrans. Auch da war Skyway wieder der Renner schlechtweg. Interessanterweise aber nie in der, wie soll ich sagen, in der InnoTrans-Zeitung vermerkt, obwohl bei beiden Messen alle Stände leer waren, nur bei Skyway war immer, wie sagt man so schön, der Teufel los. Also ich war wirklich bei beiden Messen vertreten. Man sieht es hier bin ich. Und auch auf 18, da waren ja viele von uns schon vertreten. Und es war immer voll. Ja, warum? Es gibt keine Innovation. Also ich habe mir Züge angesehen dort. Es ist fast lachhaft, was teilweise geboten wurde. Es gab keine Innovationen außer Skyway. So, dann gab es natürlich Presseberichte über Presseberichte, Gott sei Dank auch schon langsam in Deutschland. Hier noch VCD, das ist der Verkehrsclub Deutschland. Ja, das hat mir der Vorsitzende persönlich geschickt. Dann gab es ja jetzt eine tolle Zeitung, die habe ich noch nicht eingebaut. Tut mir leid, diese Vivanti. Aber das ging ja auch jetzt durch die Reihen. Die haben sich getraut, eine ganz große Zeitung, und haben einen tollen, wirklich tollen Bericht über Skyway geschrieben, sehr positiv
Und da muss man sagen, gehört sich schon etwas Mut dazu. Aber Presse, seit Dubai das Ganze so unterstützt, trauen sich jetzt auch immer mehr und die sogenannten lieben Freunde, die das Ganze nicht so gerne sehen, ja, die probieren es immer wieder, denen Angst zu machen, aber es gibt immer mehr Mutige jetzt. So. Was ein weiter wichtiger Faktor ist, wenn die Technologie passt, gibt es denn überhaupt Interesse an der Technologie? Und deshalb habe ich hier diese Zusammenstellung gemacht, wo denn überall schon Gespräche, Ausarbeitungen, Verträge teils sind. Und natürlich dauert das, ja, das geht nicht von heute auf morgen. Am weitesten sind im Moment Malaysia, Peru ist ein großes Thema, komme ich dann gleich noch dazu. Vietnam ist momentan ganz, ganz aktuell. Überall könnt ihr euch merken, wenn Judith hinreist, dann wird es spannend. Ja? Moskau, das sehen wir ja dann auch auf der Seite noch von svg.io. Mongolei, kein Mensch wusste es. Plötzlich heißt es, Mongolei ist in der Roadmap vertreten. Nordamerika, Europa ist zum Beispiel, Schweiz ist leider auf Eis gelegt, da liegt es nur an der Anzahlung. Gut, warten wir es einfach mal ab. Tallinn ist sehr weit fortgeschritten mit den ersten Pilotprojekten. Belgien, Antwerpen, auch ein großes Thema, da geht es um einen Hafen. Türkei und natürlich im Moment hängt alles an den Emirates. Ja? Und wir reden hier nicht nur von Sharjah, ja, wir reden nicht nur von Dubai, wir reden hier von riesigen Aufträgen. Man geht davon aus, dass jetzt bald die 10 Milliarden unterschrieben werden und nächstes Jahr auf der Expo geht man davon aus, dass es um 50 Milliarden geht. Da rede ich jetzt von den größeren Sachen, nicht von den kleineren Pilotprojekten. Also Sie sehen schon, es ist hier hochinteressant. So, die Roadmap von der svg.io Seite, ich glaube, ich habe es dann nochmal irgendwo drinnen zum Abschreiben, da, die gibt natürlich sehr viel Aufschluss, das White Paper auch. Da haben wir eben gesehen, oh, Malaysia, Mongolei. Mongolei weiß man noch nicht, ob man hier, also man weiß, dass man dort baut, aber man weiß noch nicht, baut man eine Frachttrasse mit Fahrzeugen oder baut man eine Trasse, wo praktisch diese Kohle, weil da geht es um Kohlentransport, auf diesen Transportsystem von Junitski, auf diesem Band läuft. Das ist noch nicht ausgeklügelt, aber das gebaut wird, ist sicher. Dann gibt es in Moskau die ersten Pilotprojekte, aber auch später Ring um Moskau, 250 Kilometer und dann von der Innenstadt zu den Flughäfen. Die haben ja mehrere Flughäfen, sollen eben auch drei Trassen gebaut werden zu den Hauptflughäfen. Also das ist, da gibt es einiges, genauso hat man ja schon mal anberaumt, also dass es eine Verbindung St. Petersburg-Moskau geben soll. Es gibt schon so viele Planungen, mittlerweile 200, die in der Planung sind, 100 sind schon sehr, sehr detailliert ausgearbeitet, aber man kann natürlich erstmal anfangen, erstmal Fokus Emirates, dann gibt es die sogenannten Pilotprojekte. Pilotprojekte sind immer kleine Trassen, in der Regel nicht so wie Moskau, sondern kleinere Trassen von ein paar Kilometern, die aber dann, die stark frequentiert sind und wo man dann an diese Trasse anbaut und das Ganze eben verlängert. Erst auf 50 Kilometer und dann natürlich entsprechend weiter. Und natürlich hier Dubai. Also das muss man eben wissen. Dann hier, wie gesagt, Peru ist hochinteressant. Hier der Präsidentschaftskandidat Claudio Zolla ist so stolz, hat eben das Memorandum, die Unterschrift, dass Skyway mit ihm zusammenarbeitet. Er hat hier ein Konzept, das sieht man hier auf dem Bild. Hier sind insgesamt 15 Städte, die er neu errichten möchte. Peru hat Geld, ja, keine Angst. Die er neu errichten möchte, wenn er Präsident wird. Und hier möchte er Smart Cities Konzepte nutzen. Also komplett aufbauen und hier das Ganze in den Städten und zwischen den Städten mit Skyway. Also drückt mal die Daumen, dass er die Wahl gewinnt. Das ist ein riesig großes Projekt. Aber es ist ja ganz Südamerika, Paraguay, Uruguay, Brasilien mit Stahl und so weiter, ist ja auch ein riesiges Thema. Es ist unglaublich, was eigentlich weltweit schon an Gesprächen ist. Warum? Es gibt im Prinzip im Moment keine Konkurrenz.
Das Problem ist nur, es gibt immer die politischen Hindernisse, ja, wie es halt in Deutschland auch so ist. So, weitere Highlights diesen Jahres waren natürlich die World Government Summit. Da hat man erstmals die Fahrzeuge von Skyway als RTA Dubai dargestellt, eben hier das kleine Unicar und hier Unibike. Übrigens wurde das Unibike im Businessplan überhaupt nicht geplant und trotzdem war es das erste Fahrzeug. So, dann hat Junitzki seinen Geburtstag gehabt, da brachte er seine Biografie erneut heraus, diesmal auch in Englisch. Ich habe mir das Buch mitgenommen, als ich beim Ökofest war. Es ist faszinierend, die vielen Bilder, braucht man gar nicht so viel Englisch lesen, allein die Bilder sind schon fasziniert. Und das möchte ich euch auch verraten, es gibt sogar ein Spaceway-Buch, das ist von der Größe von einem Atlas, das habe ich mir auch mitgenommen. Also faszinierend, auch mit Bildern, auch in Englisch. Also das wird mal, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich mir die Mühe machen und werde das Ganze durcharbeiten. Aber dieses Buch, eben hier seine Biografie, hat ihr dann auch den Scheich von Schardscha eben überreicht, weil dieser ist auch eben Wissenschaftler und Fachmann im Bildungswesen, Autor und so weiter. Und er hat eine Buchmesse veranstaltet und diese Buchmesse, da hat er eben zum Jubiläum das überreicht. Die Frage war, wo kann man die Bücher kaufen? Es gibt eine RSW-Seite. Da kann man die Bücher ordern. Das Thema ist leider nur das Buch. Die Frachtkosten kosten fast mehr wie das Buch selbst. Aber vielleicht macht es Sinn, wenn sich welche zusammentun, weil das Buch selber ist gar nicht so teuer. Das, glaube ich, kostet im Moment noch Sonderpreis 15 Euro. Aber die Frachtkosten kosten auch so viel. Ja, aber gut, es ist es auch für 40 Euro wert, für 50 Euro. Das sage ich euch ganz ehrlich. Dieses Buch ist faszinierend, ja. Und wer den Kontakt haben macht, der kann sich gerne an mich wenden, dann zeige ich es euch. Aber es geht über die RSW, kann man es ordern. Muss aber damit rechnen, dass es 2, 3 Monate dauert, bis das Paket kommt aus Moskau oder wo es herkommt, ja. So, dann kam natürlich die Sensation eben der Vertrag, die haben sich geoutet, 15 Kilometer lange Trasse mit 21 Bahnhöfen in Dubai werden gebaut, wenn die Strecke übergeben ist. So, und was noch interessant war, das was viele wirklich total unterschätzen, dass Skyway in der Liste der UN-Expertenprogramme aufgenommen wurde. Ich habe diese Expertenliste gesehen, natürlich auch drinnen den Part, aber ich habe sie gesehen, welche Themen drin sind, weil meine Tochter mit dieser Liste nach Hause kam, wegen einem Schüleraustausch und hat mich gebeten, ob ich ein Kind aufnehme, weil die arbeiten an diesen Programmen. Ja, also da sieht man erst, wie wichtig das Ganze ist. Und vielleicht haben wir ja Glück und sie nehmen mein Angebot an, werde ich ja irgendwann mal erfahren. Und wir können in unserer Schule das Skyway-Projekt bearbeiten als Schulprojekt. Es wäre natürlich toll, es wäre eine tolle Presse, Arbeit dann. Der Lehrer war nicht abgeneigt, ich muss mal schauen. Aber da geht es eben um Ziele, die das Wohlergehen und die Verbesserung des Lebens der Menschen als Endziel erreichen. Hochinteressant und es ist ein Riesenerfolg für Skyway, hier aufgenommen zu werden. So, und jetzt komme ich zu den ja, zusammengefassten Informationen, die wir bekommen haben seit 1. August. Ich werde mich hier kurz halten, vieles sind Videos und so weiter, aber einfach, dass man mal sieht, weil es heißt immer, es gibt keine News. Natürlich darf Junitzki uns nicht verraten, was er für Verträge macht im Hintergrund. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt viel zu gefährlich. Aber wir werden laufend informiert. So, ja, Sie haben einen Vergleich gemacht. Spannend zu lesen, ja. Was ist gefährlicher eigentlich? Die Folgen von Tschernobyl, die meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so dramatisch sind. McDonald's mit der Überfettung, ja, sage ich jetzt mal. Oder unser Auto, das uns vergiftet, das uns den Lebensraum nimmt und so weiter. Ein toller Vergleich mit Zahlen kann nur jeden lesen. Lest diese Berichte. Es ist zu sehen auf skyway.capital, wer neu ist oder wer sowieso schon Investor ist.
Geht rein, lest den Bericht, hochinteressant. Dann gab es noch einen tollen Bericht, wann fahren wir endlich Hyperloop? Ich finde es ja immer so spannend, wenn über Hyperloop gesprochen wird. Oh, ja, und toll, und die Lösung für Hamburg und so weiter. Also mal ganz ehrlich, es gibt schon ein Fahrzeug, stell dir vor, es gibt schon das erste Fahrzeug. So, aber schaut euch mal an, wollt ihr sowas in eurer Umgebung? Oh Gott, mir graut. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass solche Tunnel hier bei uns da in unserer Umgebung werden oder unterirdisch, dann muss wieder der ganze, das Ganze unterirdisch buddelt werden. Es kostet immens viel Geld, ja. Aber Geld scheint ja nicht das Problem zu sein, wenn man sich umhört. Oder hier Skytran, ja. Skytran hat noch nicht mal ein echtes Fahrzeug, wird uns aber ständig als Konkurrenz, ja, sie haben ein Memorandum unterschrieben. Beide, ja, beide haben ein Memorandum auch in den Emirates unterschrieben. Aber das heißt noch gar nichts, ja. Aber die Emirates wollen eben zukunftsorientiert arbeiten. Und es kommt vielleicht auch. Na und? Es gibt auch Straßen, Straßenbahnen, es gibt Eisenbahnen, demnächst gibt es noch Skyway und Flugzeuge. Es wird immer mehrere Transportwege geben. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass Unitsky sein Ziel erreichen wird, letztendlich langfristig gesehen 50% des Transportsystems über Skyway oder später dann sogar Spaceway, weil das wird ja dann miteinander kombiniert. So, dann war eine Delegation aus Usbekistan im Ökotechnopark. Im Bericht, das war auch in der ersten Augustwoche. Hier hat man ein großes Paket von Vereinbarungen zwischen beiden Ländern unterschrieben. Man will hier den Kampf gegen Terrorismus und Schmuggel angehen. Ein interessantes Thema. Und es geht auch um eine Partnerschaft im Bereich Humanismus, Wirtschaft und Bildung. Sie haben großes Interesse und seht, ich habe es extra als Bild rein. Es handelt sich um ein großes Projekt von mehreren tausend Kilometern, wo man hier verhandelt. Also hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Ja? Russland, das ist ja auch Usbekistan, ist ja ich sage jetzt mal, der russische Kontinent. Und das ist ja alles sehr, sehr großflächig und alles total überaltert. Und da wird Skyway viel zu tun haben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und wir auch, wer unterstützen möchte, wird die nächsten 50 Jahre nicht arbeitslos werden. So. Und er sagt ja auch, ja, wenn das Projekt zustande kommt, dann wird man einen Teil in der Stadt bauen und einen Teil im Vorort. Also es geht hier wirklich um größere Sachen. Und er wollte es, er ist dazugekommen, weil eben sehr viele Investoren ihn immer wieder angesprochen haben. Und er konnte es nicht glauben. Er war total fasziniert und angetan, was er dann im Ökopark zu sehen bekam. So, wieder Presseberichte übers Ökofest erstmal bevor, ja, vor dem Ökofest hat man da schon drüber geschrieben. Über das bevorstehende Ökofest, diese Zeitschrift hatten wir auch in unserem Hotel. Das ist die On Air, die schon immer sehr positiv schreibt. Dann gab es Artikel bei ja Steven Seagal im Ökopark war, dann gab es einen Artikel von Office Live Media über Transport der Zukunft, erst in den Emiraten und dann weltweit. Und dann gibt es jetzt laufend Informationsvideos und Berichte über die Skyway-Technologie. Zum Beispiel hier, wofür braucht man Unibus mit einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern? Ja, ganz einfach, weil es Passagiere, es wird Strecken geben, zum Beispiel in den Emirates, wo man 50.000 Passagiere in einer Stunde bewältigen muss, ja. Und hier spricht man in diesem Artikel eben oder in diesem Teil über Tests mit dem Unibus U4. Das ist der 14-Platz Unibus, den wir auch schon in Berlin gesehen haben, 2016, über die ganze Technologie, über die Motoren, Akkubetrieb und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein. Dann über die Fehlerfindung, wie zuverlässig ist es und so weiter. Einfach mal das Ganze anschauen und da wird einem erstmal bewusst, was Skyway in diesem
in dieser kurzen Zeit, das ist ja wirklich nicht lange, ich bin seit 2016 im Mai dabei, da gab es noch nicht mal ein Fahrzeug, was die geleistet haben. Dann gab es wieder einen Online-Artikel von Trade Arabia. Da diskutiert man die Zukunft im öffentlichen Personennahverkehr in den sogenannten intelligenten Städten. Da wird jetzt demnächst am 16. 17. September, das ist jetzt nächste Woche, ein Summit wieder stattfinden in den arabischen Städten. Und hier diskutiert man eben über die Probleme und mit den steigenden Einwohnerzahlen in den Millionenstädten. Und ich habe ja diese Rangliste mit integriert. Also es hat mich vom Hocker gehauen. Shanghai hat fast, also ich sag mal, über 24 Millionen. Wenn das die natürlich Probleme haben, 18,5 Millionen Peking, dass die natürlich Probleme haben, selbst Istanbul, da bin ich ja total geschockt, fast 15 Millionen, dass die natürlich Probleme haben und Lösungen suchen auf der zweiten Ebene, ist klar. Und in diesem Artikel von Trade Arabia wird natürlich auch die RTA erwähnt, die eben diese Lösung mit Skyway da beginnt. Dann gab es einen Bericht, braucht man in Zukunft noch Fahrer? Da spricht man über die sogenannten intelligenten Systeme. Die Fahrzeuge links sieht man ja so schön. Ja, da berichtet man in diesen Analysen, welche Haken und Ösen haben diese automatisierten Systeme die ja leider nicht so funktionieren. U-Bahn geht ja gerade noch, da kann man das Ganze integrieren, aber bei Tesla, Volvo und diesen Fahrzeugen, das funktioniert einfach nicht. Und das sagt eben auch dieser Mark Rosekin, in diesen Systemen wird man leider in der Testphase mit vielen, vielen Toten noch rechnen müssen. Wollen wir das? Naja, also Skyway wird dieses Problem nicht haben. Die haben natürlich auch intelligente Systeme, aber das ist eben auf der zweiten Ebene und was vor allen Dingen ist, wie auch bei der U-Bahn, auf der Schiene, ja? Und somit ist eben die Kollisionsgefahr und die intelligenten Systeme, das funktioniert einfach viel besser. Und dadurch haben wir auch viel größere Chancen, eben Marktführer zu werden. Hochinteressanter Artikel, einfach mal näher anschauen. Dann gab es natürlich Presse und Berichte übers Ökofest mit Bildern von uns und. Hier hat man noch eins gebracht, eben die Skyway-Datenbank der Böden. Man bekam insgesamt 90 Bodenproben, die man eben auswertet eben und die man versucht zu kultivieren, einschließlich Wüstensand. Ja, na, spannend, was Junitzki alles für Visionen hat. Ich frage mich immer, was mit dem sein Kopf los ist, weil er hat ja Space VR noch im Kopf. Dann war natürlich beim Ökofest auch zahlreiche Presse vertreten, hier die RBK, der Fernsehsender. Sehr positiver Bericht, einmal im Interview mit Kozareva, hier links im Bild, das ist Junitzkis Frau. Dann mit Junitzki selbst im Fahrzeug und hier mit Andras Saizev, dem Chef der Abteilung für Rollmaterial vom Konstruktionsbüro. Der Bericht ist auch sehr, sehr positiv. Also man merkt schon, jetzt geht es in die andere Richtung. Aber wir machen uns mal nichts vor, der Widerstand wird auch immer stärker werden, je mehr das Projekt voranschreitet. Dann ist es unsere Aufgabe, dass wir positive Energie eben ausstrahlen und das Ganze unterstützen. Ein weiteres Vimeo-Video, das finde ich auch sehr spannend und empfehlenswert, auch mit deutschen Untertiteln, die Skyway City. Hier, das ist eine Dokumentation vom Start der Technologie bis zum heutigen Zeitpunkt. Hochinteressant, schaut euch das wirklich an, wie Junitzki angefangen hat, dann bis zum Schluss mit den Erdarbeiten, Ökopark und so weiter. Und wirklich hochinteressant, anlässlich des vierten Ökofestes wurde das gemacht. So, wie garantiert man die Sicherheit der Passagiere im Skyway-Verkehr? Auch ein Video. Hier sind die ganzen Sicherheitssysteme erklärt, die intelligenten Systeme. Sehr wichtig, die Sicherheit, wenn man mal die Zahlen schon anschaut. 1,5 Millionen Tote auf der Straße, jedes Jahr weltweit, 10 Millionen davon. 10 Millionen, die verunglücken, bleiben behindert. Ach nee, nicht 30, 20% der Erdoberfläche sind durch Straßen bedeckt weltweit. Ja, das ist kein Spielzeug mehr, das ist nicht mehr lustig. Das wird in Zukunft, wir bräuchten mehr, aber
Der Lebensraum wird dadurch immer mehr eingeengt. Und dann der Verkehr verursacht natürlich zahlreiche Umweltschäden im Wert von 2,5 Billionen Euro pro Jahr. Und das ist natürlich dringend. Wir stehen kurz vor einem Kollaps und Skyway kann hier die Lösung sein. So, und dann natürlich das wirklich wichtige Video, wenn ihr lachen wollt, ja, wie Junitzki mit seinem Hund namens Unibus unterwegs ist. Es ist wirklich schön, wie er sich versteckt und wie das System ihn erkennt, wie er nach vorne zurückgeht und der Unibus bleibt immer im Abstand, ich glaube von 20 Metern, macht er, was er will. Spannend. Also ich habe mich richtig köstlich amüsiert, als ich dieses Video angesehen habe. Aber was noch viel wichtiger ist einfach, dass das in der Realität eben schützt vor Kollision. Je nachdem, wie es eingestellt ist, man kann es zum Beispiel auf 20 Meter einstellen und die Fahrzeuge fahren eben dann in 20 Meter Abstand. Ja, und Kollisionsgefahr ist eben ausgeschlossen, weil man sieht, aha, das Vordere wird langsamer, also werde ich auch langsamer. Das Vordere fährt zurück, ich fahre auch zurück. Und diese Systeme reagieren eben alle darauf. Ja, alle Fahrzeuge agieren hier miteinander. Und das ist der große Unterschied eben zu den anderen intelligenten Systemen, komme ich gleich nochmal dazu. Dann gab es eine Infografik zum sogenannten OTS, das ist das Weltraumsystem von Junitzki. Das heißt, der Ring um die Erde herum, wo eben dann die ganzen Fabriken rein sollen, wo man auch schlafen kann, wo man eben sagt, man kann da auch hin. Das wird auch ein Lebensraum, eine Lebensraummöglichkeit sein, dass die Leute, die dort arbeiten, auch eine Zeit lang dann bleiben und dann wieder zur Erde zurückkommen, ohne die Problematiken, die man jetzt hat. Spannend sind auch die Zahlen hier, dass eben die Lieferkosten, zum Beispiel vom Müll, der dort verarbeitet werden soll, im Orbit, ein Tausendstel von dem ist, was bisher notwendig war. Also das heißt, pro Tonne 1000 US-Dollar kann man das ins All transportieren und das recycelte Material wieder zurückbringen. Sehr, sehr spannend. Und was mich auch überrascht hat, das waren die Kosten. Die Kosten für das Projekt sind 2,5 Billionen US-Dollar. Natürlich ist das viel. Für uns jetzt, wenn man die Zahlen hört. Aber wenn man überlegt, dass es das Dreifache des jährlichen Militärbudgets der USA ist, dann sehen wir, dass es eigentlich nicht viel ist. Das heißt, 3 Jahre kein Militärbudget und wir können das bauen. Also wenn man weltweit das miteinander kombinieren würde, dann könnte man das bauen und das Budget ist gar nicht so dramatisch. Ja? Stahlbedarf, hier eine Zahl. Produktionsmenge von 3 Wochen weltweit. Das ist ja gar nichts. Oder Beton entspricht der benötigten Menge für den Bau des Wasserkraftwerks in Sajano Chujenskoje. Keine Ahnung, wo das ist. Also der Beton, die gleiche Menge braucht man für den Bau eines Wasserkraftwerkes. So dramatisch ist das dann gar nicht. Ja? Und hier gibt es übrigens auch einen ukrainischen Fernsehsender, Nasch, der jetzt eben speziell über Spaceway berichtet hat. Aber ich habe auch in meinem YouTube-Kanal ein Video drinnen. Da ist es auch schön zu sehen, wie das dann innen aussieht und wie das funktioniert. Oder auf der offiziellen Seite von Skyway findet man es auch. Aber wer sich leichter tut, der kann eben in meinem YouTube-Kanal das sehen. So, dann gab es ein weiteres Video über das Kühlsystem beim Unicorn. Fracht muss ja gekühlt werden, das muss ja, wenn es unterwegs ist, Lebensmittel zum Beispiel oder auch sonst was, da braucht man natürlich spezielle Systeme. Was ist, wenn so ein Kühlsystem ausfällt? Kann das dann ferngesteuert werden? Kann man von der Ferne aus eingreifen und das Ganze beeinflussen? Das ist in dem Video auch schön erklärt. Es gibt hier mir verschiedene Schritte und dann gibt es auch Sicherheitssysteme, wo sofort die Energieaufnahme, wenn es Schwierigkeiten gibt, eben reduziert wird, so dass einfach dann das Kühlsystem eben hochgefahren wird und so weiter. Und im schlimmsten Fall, vorrangig heißt es immer, es muss dorthin gebracht werden, wo es hin soll, aber im schlimmsten Fall würde es eben ins Depot zurückkommen, falls es Probleme gibt. Welche Reichweite gibt es Bordakku fürs Unicorn? Reichweite 60 Kilometer. Wenn die Geschwindigkeit sinkt. Das braucht man ja in der Regel nur, wenn es Probleme gibt, das Akku. So, und das erste Unicorn wird nach der Fertigstellung im Ökopark der sechsten Linie, das haben wir ja schon gesehen,
dann in die aktive Betriebsphase gehen. Also es ist schon im Bau und bis Jahresende laufen die Arbeiten zur Inbetriebnahme und für die Versuche in der Werkshalle. Es kommt ja immer alles erst nach Minsk, erst in die Werkshallen, dann auf die Strecke in Minsk und dann kommt dieses Fahrzeug natürlich nach den Emirates, weil dort wird es ja genutzt. So, dann das Hochgeschwindigkeits-Unibus wird auch für Tests vorbereitet. Wer es vielleicht schon mitbekommen hat, Marianne Gorka, das heißt im Ökopark in der Nähe von Minsk, gibt es ja ein Originalfahrzeug, das auch in Berlin war, mit der Vollausstattung, Ledersessel und so weiter, 6 Personen. Und es gibt mittlerweile ein sogenanntes Muli. Dieses Muli, das ist oben auf der Strecke gefahren. Das braucht man für Tests, da ist eben die ganze Innenausstattung heraus, sodass man an die Technologie ran kann. Und dort wird eben alles im Ökopark schon getestet, mit Ausnahme von der hohen Geschwindigkeit. Die kann man dort nicht testen, das kann man dann erst in Abu Dhabi, wenn die Highspeed-Strecke gebaut ist. Das dauert aber 2 bis 2,5 Jahre, aber bis dahin macht man natürlich alle weiteren Tests schon und versucht hier, wenn es irgendwelche Fehler gibt oder Steuerungssysteme, alles wird dort mit diesem Muli getestet. Und als nächstes kommt jetzt ein 20-Personen-Fahrzeug mit Durchgang in der Mitte, das hat ja dieses 6-Sitzer in Berlin nicht, für die Emirates. Und es wird auch ein WC enthalten, das geht jetzt in die Projektierung, muss natürlich dann auch erst in Minsk getestet werden und wahrscheinlich dann auch jetzt wieder ein Muli bekommen und dann eben in die Emirates in die Nutzung. Aber da haben Sie ja noch ein bisschen Zeit, aber sicher ist das schon in der Bearbeitung und wird wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. So, Skyway nicht nur für den Ural, da gibt es einen weiteren Bericht, da geht es darum, um Jekaterinburg, da haben wir ja schon viele Visualisierungen gesehen, dort gibt es einen großen Unterstützer, den WW Litovsky. Er promotet Skyway bereits seit 2016 und hat jetzt im Juni wieder auf der Sitzung der wirtschaftlich-geografischen Sektion der Internationalen Akademie für regionale Entwicklung und Zusammenarbeit, also bei dem Ökonomieinstitut eben, sich ganz stark für Skyway eingesetzt. Und dort wurde eben diskutiert den ganzen Wissenschaftlern. Geht es auch um Verbindung zu einer Halbinsel, wo das eine gute Lösung wäre, Verschönerung der Uferpromenade, aber auch um andere Sachen noch. Also es gibt schon sehr viele, die sich einsetzen, übrigens auch in Deutschland, so viel kann ich euch verraten, es gibt schon welche, die sich einsetzen, auch für Skyway, weil es einfach das Nonplusultra im Moment ist. So, und dann gab es noch ein Interview über das intellektuelle System von Skyway mit dem Spezialisten von Skyway, nämlich dem Dr. Juri Sorokin. Er arbeitet im Bereich der künstlichen Intelligenz und der automatisierten Steuerungssysteme. Eins davon haben wir ja schon gesehen, Junitsky mit seinem Hündchen. Ja? Er berichtet darüber, das möchte ich nur kurz eben erwähnen, er berichtet, wo liegt der Unterschied zwischen den intelligenten Systemen, zum Beispiel bei den Fahrzeugen und Skyway. Und der große Unterschied liegt hier natürlich, einerseits haben wir die Fahrzeuge, aber bei Skyway haben wir das sogenannte Skynet. Das heißt, die Fahrzeuge, die kommunizieren untereinander, die kommunizieren mit den Schienensystemen, die kommunizieren mit der gesamten Infrastruktur. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn Junitsky mit seinem Hündchen läuft und es wäre jetzt hinterher noch ein weiteres Fahrzeug, ein weiteres Hündchen, ja, das würde sich nach dem vorderen Hündchen richten. Also er bezeichnet jetzt einfach als Hündchen, weil ein Hund, der natürlich, so wie mein Pudel, der läuft ja auch mit mir mit. Ja? Wenn ich sage, so sitzt, dann sitzt er. Wenn ich sage, Fuß, dann geht er Fuß. Ja? Und deshalb diese Bezeichnung Hündchen. Und das ist der große Unterschied, ja. Wie wird es geschult, genauso wie mit einem Kleinkind. Es wird Schritt für Schritt alles beigebracht und was es wissen muss. Diese Systeme, man bringt ihnen sogar bei, dass es Waffen erkennt, ja. Dass man sieht, wenn da in diesem Fahrzeug jemand eine Waffe hat, eine Pistole, das macht man mit Bildern. Also es wird hier mit diesen künstlichen Intelligenzen, wird dem System alles beigebracht, was nötig ist. Die Schwierigkeit, sagt er, was natürlich ist, das System muss erkennen, ist jetzt eine wirkliche Gefahr, da gibt es sogar Gesichtserkennungen, ja, also die müssen sogar
Gesichter sehen, der schaut jetzt grimmig, der schaut jetzt gefährlich, der hat eine Waffe in der Hand. All das wird diesen künstlichen Intelligenzen, eben diesen Kameras und was da alles so drinnen ist, eben gelernt. Lest euch diesen Bericht mal durch, er ist wirklich sehr, sehr spannend, aber ich kann mir das gar nicht alles merken, weil es ist natürlich auch nicht mein Metier, ich arbeite ja nicht in diesem Bereich. Aber ich finde es immer wieder spannend, ich habe es mir mehrfach durchgelesen, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Also Skyway ist natürlich hier sehr im Vorteil, weil es auf der Schiene ist und weil es natürlich nicht hier irgendwo sich in Straßenverkehr einordnen muss und dadurch vielleicht noch eben Unfälle produzieren kann. Es kann ja eigentlich von der Schiene nicht weg. Und wenn die Sensoren zwischen den Fahrzeugen und den Strecken und so weiter funktionieren, dann und die miteinander kommunizieren, ist die Sicherheit halt hier wesentlich größer. Und dann gab es noch mal einen Pressebericht von einem ein Technikportal, spezialisiert eben auf Wissenschaft, Technik und Hochtechnologie. Da sprach eben der Journalist auch, der war auch auf dem Ökofest, sprach dort eben auch mit den Führungskräften, hat auch einen tollen Artikel geschrieben. Was aber viel spannender war, das waren drunter dann die Kommentare. So viel Blödsinn habe ich in meinem Leben noch nicht gelesen. Aber auch hier sind natürlich die Trolle sehr aktiv, erzählen so viel Blödsinn, dass es zum Himmel schreit. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wem er dann glaubt und ob er sich so einen Schwachsinn antut oder nicht. Aber sie arbeiten halt jetzt mit allen Mitteln, denn Skype ist jetzt sehr weit fortgeschritten und je weiter das Ganze fortschreitet, desto mehr wird man versuchen, hier dagegen zu steuern mit allen möglichen Mitteln und das, wenn Trolle sind, die man dafür bezahlt. So, das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich weiß, es war heute wieder sehr, sehr viel Information, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas, ja, wieder diese Zusammenfassung hat euch gefallen und wir hören uns dann wieder zum nächsten Webinar in 2 Wochen am Donnerstag. Ich werde das dann, ihr könnt auch die Links für die Webinare finden auf der Website unter Webinare, ja, Ereignisse und Webinare. Da sind normalerweise auch die deutschen Links vorhanden. Ich achte jetzt immer drauf, weil es leider auch ab und zu vergessen wird.